heute weiß gar unsere Trude, wer ein Arier und wer ein Jude. Ein Jude, um es gleich zu sagen, muss sein Stern auf seinem Mantel tragen. Und einem so markierten Jud tut Leben nach Vorschrift richtig gut. Nach 8 Uhr abends das Haus nicht verlassen, sich doch nicht auf die Familie einzulassen, geistige Arbeit abzuschwören, keine deutschen Sender hören. Und das betrifft Juden aller Klassen, auf keinen Fall sich rasieren lassen. Für die reiche Jüdin ist der Luxus aus, verboten ist selbst der Blumenstrauß. Die Kinder haben von der Schule frei, ein Kaffee muss sie zwischen 1 und 3. Kein Schmuck mehr, Knoblauch, Wein, auch Konzert, Theater, Kino lässt sie sein. Sie hat kein Auto mehr, kein Grammophon, kein Pelzmantel, schon gar kein Telefon. Keine Zwiebeln oder Eier von den Hennen sollen die Juden ihre eigenen nennen. Geige spielen hat man ihnen verboten, selbst ein Haustier halten mit Samten in Pfoten. Genommen das Fahrrad und auch die Schlittschuhe, raus mit der Wollwäsche aus der Kleidertruhe. Vor allem muss der verbrecherische Jud aufhören mit seiner Anschaffungswut. Nie wieder kaufen sei den Strümpfe zarte, für ihn gibt es keine Kleidungskarte. Schluss ist mit Rasierseife, Schnaps, Parfum oder Pfeife, Führerschein, Shampoo, Konfitüre, Tageszeitung und andere Lektüre. Nähmaschine, Möbel, Politur, von warmer Unterwäsche nur eine Garnitur. Aktien mit Häuser, Lottoscheine, von solchen Sachen braucht er keine. Du meinst, ich übertreibe sehr, verboten ist noch vieles mehr. Kauf lieber nichts, das ist der Witz. Zu Fuß zu laufen ist eine Wonne, ob Regen fällt oder scheint die Sonne. Und wie gesagt, in diesen Kreisen verzicht man gerne auf das Reisen. Wozu sich im Zug unter die Leute mischen, mit dem Taxi fahren oder der Elektrischen, wenn du nicht einmal en passant darfst betreten ein Restaurant. Weg vom Moldau-Ufer, aus dem Museum, raus aus dem Freibad und dem Lyzeum. Zutritt verboten zum Fußballstadion, zu meiner und zu jeder Pension, zum Gotteshaus und düsteren Mammonstädten, wie auch zu den öffentlichen Toiletten. Bei Kollege Pateta lass dich nicht mehr blicken, derweil in den Passagen neue Zeiten ticken. Wenn du schon spazieren musst, vielleicht hast du auf Gräber Lust. Denn auf dem Gottesacker macht Bewegung richtig wacker, dort macht frische Luft dich stark, denn betreten darfst du keinen Park. Hat es der Jude Faust dick hinter den Ohren, hat die Bank trotzdem sein Konto eingefroren. Am besten übt er sich im Verzicht, mit Arien trifft er sich natürlich nicht. Ist lange her, einst durfte auch ein Menschenwrack besitzen Koffer, Korb und Tragesack. Davon gibt's heute keinen blassen Schimmer, aber ein Jude schimpft doch nie. Und nimmer.
nach Vorschrift lebt er, so es geht. Seine Zufriedenheit ist sehr stet.